Ich habe einen Schläger und einen Ball, okay? Die kaufe ich. Der Schläger und der Ball kosten zusammen 110 Euro. Zusammen. Zusammen, genau. Aber der Schläger ist 100 Euro teurer als der Ball. Wie teuer ist der Ball? Beides zusammen kostet 110 Euro und der Schläger ist 100 Euro teurer als der Ball. Wie teuer ist der Ball? Boah, warte, beide kosten 110 Euro? Genau, und der Schläger kostet 100 Euro mehr als der Ball. Wie teuer ist der Ball? 100 Euro mehr als der Ball. 200? Der Ball, wie teuer ist der Ball? 10 Euro. 10 Euro? Was sagst du? Ich würde auch 10 Euro sagen. Würdest du auch 10 Euro sagen? Mhm. Alles klar, Jungs, sehr gut. Das ist falsch, gell? Ja, ist falsch, ja. Beides zusammen kostet 110 Euro. Tennisschläger und Ball kosten 110 Euro. Und der Tennisschläger ist 100 Euro teurer als der Ball. Wie teuer ist der Ball? Warte, ich muss jetzt kurz rechnen. Das ist keine Antwort. Das hat ja keinen Sinn, ja, 110. Wenn der Ball 10 kosten würde, wäre das ja. Wäre der in der 9. Ja, komm, Alter. Also, wie ist deine Antwort? Ich würde sagen 10. 10 Euro. Das, meine Damen und Herren, ist definitiv falsch. Ja, war so klar. Hä, wie kommst du auf 10? Hä, der Ball. Ja, der muss ja ein 10 sein, wenn der Tennisschläger schon 100 kostet. Und es kostet ja irgendwie selbst 110. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, Tennisschläger und Ball kosten 110 Euro und der Schläger ist 100 Euro teurer als der Ball. Wie teuer ist der Ball? Ja, war der Ball gratis oder was? Zum Tennisschläger dazu oder wie? Sonst würde er ja schon nicht 10 Euro kosten. Ja, 10 plus 100 sind ja 110 Euro. Aber er könnte jetzt auch sagen, ja, es gibt keine Möglichkeit, weil du kannst ja keine Zahl erfinden, die unter 10 sind, aber trotzdem die 110 erreichen. Okay. Warte. Wir müssen das Ganze jetzt hier mal klären. Wenn der Ball 10 Euro kostet und der Schläger 100 Euro, wie viel teurer ist dann der Ball? Nein. Wie viel teurer ist dann der 90, Schläger? 90, deswegen habe ich 90. Und wie viel teurer muss der Schläger sein? 100! Ja, also, und wie teuer ist der Ball? Ja, gibt es keine Zahl, das ist gratis! Oder nicht? Das war ja kein Sinn! Okay, wenn der Ball gratis ist und der Schläger ist 100 Euro teurer, auf was für einen Preis kommen wir dann insgesamt? 100 Euro! Warum kostet das dann 100? Das hat ja keinen Sinn, was ist das für eine Aussage? Macht ja noch weniger Sinn, Alter! Das ist ein Paradoxon, Alter! Was ist ein Paradoxon? Was man durch hier, was sich gegensätzlich aufhebt. Oder sich komplett ins Endliche zieht, was gar keinen Sinn machen würde. Oder etwas, was gar nicht existiert in diesem Fall. Löse einfach auf, die Scheiße! Löse auf! Ja, okay, ich will deine Lösung hören. Okay, sollen wir das Paradoxon von Tennisschläger und Ball jetzt aufklären? Also Leute, 5 Euro kostet der Ball. Warum 5 Euro? Ja, wie teuer ist der Schläger, wenn er 100 Euro teurer ist? Ach so. Ja, dann ist scheiße. Der Schläger ist 100 Euro teurer als der Ball. Dann der Ball kostet 5 Euro. Und der Schläger kostet 105 Euro. 10 Euro. Also, er ist der Gewinner des Tages. 5 Euro stimmt, weil wenn der Ball 5 Euro kostet, kostet der Schläger 105 Euro und zusammen ergibt es 110 Euro. Komm her, also jetzt alle Applaus. Applaus. Alles klar, willst du dein Instagram noch erwähnen? Hey!